Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch in den ganz klassischen Asam Beauty Adventskalender reinschauen. Und den haben wir hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich hatte das unglaubliche Glück, dass mir dieser Adventskalender in Kooperation zugeschickt wird. Also vielen, vielen Dank an Asam Beauty an dieser Stelle. Deswegen verlose ich auch in diesem Video einen selbst zusammengestellten Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Ich habe hier nicht nur diesen Adventskalender, sondern auch den Magic Finish Adventskalender. Der kommt nochmal in einem separaten Video. Und ja, genau. 69,99 kostet das Schätzelein. Ich setze euch dazu gerne einen Link in die Infobox. Der ist ab jetzt verfügbar. Und wir sollen hier Produkte in dem Bereich Pflege drin haben, im Warenwert von 174 Tacken. Schön, oder? Das Design ist definitiv wunderschön. Ich mag diese Kombination aus dem dunkelgrün mit dem Gold zusammen. Und wir haben Zwischenebenen, wir haben Boxen und ich möchte mit euch reingucken. Ja. Ja, okay, wir haben hier draußen immer dran stehen, was drin ist. Das finde ich persönlich zum Wiederbefüllen etwas blöd, um ehrlich zu sein. Aber na, wir gucken mal. In der Nummer 1 haben wir aus der Ocean Minerals Reihe, die ich noch gar nicht kenne, eine Age Control Cream mit 20 Millilitern. Das wird dann sehr wahrscheinlich eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme sein, die ja auch dann für alle Hauttypen zu verwenden ist. Das ist praktisch. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. We wish you a magic Xmas. Yo, da haben wir, ach guck mal, ich meine, wir finden in diesen Asam Beauty Adventskalendern auch manchmal das Magic Finish. Hier ist es mit drin. Das ist das, ja, ganz normale Magic Finish. Nee, das ist das Summertime. Okay, mit Lichtschutzfaktor 30, mit 10 Millilitern. Wird mir leider zu dunkel sein, aber ich glaube, den meisten, die den Adventskalender auspacken werden, wird es passen. Ich habe halt Porcelantin, das ist halt so mein Vibe, ne? Und ich verwende auch unter einer Foundation immer Lichtschutzfaktor. Das wäre mir dann halt ein bisschen zu wenig, aber trotzdem ist es schön, dass es drin ist. Ich persönlich hätte hier in einem Adventskalender jetzt nicht so das Summertime erwartet, bin ich ehrlich. Selbstverständlich auch mit dabei ist auch in diesem Adventskalender selbstverständlich die Nummer 3. Und da haben wir, siehste, das ist cool. Die kenne ich auch noch gar nicht. Aus der Sun-Reihe Winter und She Face Cream. Lichtschutzfaktor 50, High Protection, 20 Milliliter sind hier drin. Ich finde es jetzt schon cool, dass wir die ersten drei Produkte noch so gar nicht kennen. Also das sind alles Produkte, die für mich neu sind. Gut, das Summertime habe ich schon mal gesehen, aber es ist eigentlich auch ein relativ neues Produkt, ne? Das hier finde ich definitiv auch sehr sinnvoll und auch dieser Bezug zu Winter passt natürlich auch richtig geil, ne? Ich würde es tatsächlich auch ganzjährig tragen. Ist wahrscheinlich dann ein bisschen reichhaltiger, weil gerade zu dieser Skisaison, da hast du ja auch mit dem ganzen Wind und so weiter, Fahrtwind, ne? Dass die Haut halt noch ausgetrockneter wird und man dann zusieht, dass da noch mehr Feuchtigkeit reinkommt. Ich bin eine Trockenpflaume, ich verwende sowas ganzjährig. Hier haben wir die Nummer 4. For Santa Baby Skin. Okay. ach so, ja, das ist eine Maske, die Resveratrol Premium NT50 Smoothing Glättungsmaske mit Traubenkernöl und Phytosqualan. Da sind zwei Anwendungen drin, insgesamt 10 Milliliter. Ich finde es immer so frech, dass hier hinten diese Altersempfehlungen stehen. Ich bin 35 und verwende trotzdem sehr, sehr gerne dieses Resveratrol. Ja, genau. Aber dieses Squalan ist ja im Prinzip, und auch das Traubenkernöl, das ist ja so, das sind ölige Geschichten, das sind Lipide. Lipide legen sich quasi auf die Haut drauf und sorgen dafür, dass die Feuchtigkeit der Haut nicht verdunsten kann und geben dementsprechend dann auch ein richtig schön gepflegtes Gefühl. Und ich mag die Resveratrol-Reihe auch mit 35. Wie gesagt, das ist nicht nur von 40 bis 80. Ein Tag vor Nikolaus habe ich jetzt hier den 5. Dezember. Bislang waren wir sehr viel im Gesicht unterwegs. Jetzt gehen wir zum Körper. Ja, die Body Cream mit Retinol. Das können wir im Winter alle gut gebrauchen. 50 Milliliter sind hier drin. Und Retinol ist ja auch der Anti-Aging-Wirkstoff oder Slow-Aging-Wirkstoff schlechthin. Richtig geiler Wirkstoff, verwende ich sehr, sehr gerne von Oktober bis Ostern, weil da die Sonneneinstrahlung nicht so krass ist und meine Haut das einfach sehr gut gebrauchen kann. Mag ich. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin ich gespannt drauf. Ich kannte das auch noch gar nicht als Körpercreme. Nina Nikolaus, hier habe ich meinen Santa Claus Tag. Und zwar am 6. Dezember habe ich die Glow Up Cream drin. Die habe ich auch schon da. Verwende die super gerne als Primer. 20 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, ich habe sogar auch schon mal eine kleine Größe davon leer gemacht, ne? Weil, wie gesagt, als Primer ist
sie super, super schön. Gibt auch wirklich einen optischen Glow-Effekt. Also nicht nur, dass sie durch die Wirkstoffe halt entsprechend den Glow spendet, sondern auch optisch, die schimmert so ein bisschen. Und deswegen finde ich die als Primer super, als generell Creme. Wäre mir die ein bisschen zu viel, wenn ich dann so in die Sonne gehe und aussehe wie Edward der Vampir, muss nicht unbedingt sein. Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember. Enjoy a silent night steht hier drauf. Okay. Ah, okay. Ja, du kannst eine stille Nacht genießen. Dann hätten sie aber Ohrenschützer reinpacken sollen. Nee, das hier ist eine Augenmaske. Ne? Das ist, wenn man zum Beispiel über die Feiertage verreist, zur Verwandtschaft oder so, und da halt jetzt nicht irgendwie ein Zimmer bekommt, wo eine Jalousie oder so drin ist, dass alles nicht richtig abgedunkelt werden kann, kann man sich seine schicke Augenmaske aufsetzen. Und ich habe auch gehört, dass wenn man mit sowas schläft, dass das auch ein bisschen wimpernschonender sein soll, weil die ja auch aus Satin oder so was sind und dementsprechend dann ja auch die Wimpern sehr schonen könnte, gegebenenfalls. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und sie fühlt sich auch schön schwer an. Das finde ich schon mal sehr positiv. Ahuhu, das ist ja auch eine Reihe, die wir bei Asam Beauty finden, generell im Online-Shop, ne? Die Haarpflegemarke. Und hier haben wir das Essential Anti-Age Shampoo mit Radiancyl. Ja, kenne ich nicht. Mit dem Pflanzenextrakt Radiancyl für dichtes Haar. Okay, das ist natürlich auch sehr charmant. 75 Milliliter. Sowas hätte ich, glaube ich, ganz gut verwenden können nach der Schwangerschaft. Ne? Da fallen einem ja irgendwie gefühlt alle Haare aus. Genau, da kommt das, glaube ich, ganz gut. Oder generell, wenn man zum Beispiel in der Menopause ist oder sonst irgendwas, dann kommen ja auch die Hormonschwankungen. Und da habe ich halt auch, ne, bei meinen Müttern, Stiefmüttern, Schwiegermüttern, wie auch immer, mitbekommen, dass da halt auch wirklich allerhand sich von Kopf bis Fuß verändert. Und ja, da kann das echt gut helfen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Leichtes freuen. Vielleicht ist das ja so ein Serum oder so, eine kleine Größe davon. Ja, Collagen Lift. Nein, die Augencreme. 7 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ja, also ich finde tatsächlich bei Augencreme 7 Milliliter ist überhaupt kein Problem. Das ist ja eine gute Größe, ne? Weil Augencremes normalerweise mit 15 Millilitern unterwegs sind. Also ungefähr die Hälfte ist für mich auch vollkommen vertretbar. Und Collagen ist halt auch wieder so eine Sache. Das ist auch so ein bisschen lipidmäßig unterwegs, also ein bisschen fettmäßiger, sodass man da halt etwas mehr Durchfeuchtung bzw. weniger Verdunstung der Feuchtigkeit in der Haut hat. Irgendwie so. Genau. Und ich verwende zum Beispiel auch gerade ein Kollagenserum und es hilft. Kann man wirklich so sagen. Man muss halt da einfach gucken, mit der Reichhaltigkeit kann ich das besser morgens oder abends verwenden. Ne? Kommt auch immer ganz drauf an, was für eine generelle Gesichtspflegeroutine man so hat und ob man sich danach schminkt und so weiter. Ja, aber ich finde es cool. Auch in der Nummer 10 darf es jetzt mit etwas sehr Kleinem weitergehen. Okay, wir haben echt doch das ein oder andere Sachet hier drin, aber das ist meistens, wir haben meistens halt diese Masken hier mit drin enthalten. Ich glaube, letztes Jahr und vorletztes Jahr waren das auch immer so 3, 4. Finde ich aber jetzt nicht schlimm, weil ich mag gerne Masken. Vitamin C in 3 Minuten Exfoliating Mask, eine Peeling-Maske mit Matcha und weißer Tonerde. Tiefenreinigende Gesichtsmaske, vitalisiert und belebt die Haut mit soften Jojoba-Peeling-Perlen. Da haben wir auch 2x5 Milliliter, also 10 Milliliter drin. Ist ein mechanisches Peeling, verwende ich persönlich nicht ganz so gerne. Ich verwende dann eher Enzympeeling oder chemische Peelings, weil ich einfach eine super sensible Haut habe. Die Nummer 11 ist hier in meinen Händen die erste Schnapszahl. Und dann gucken wir mal, wird sie das Blatt wenden? Ach du meine Güte, ich höre auf. Eine, die finde ich gut, die haben wir, glaube ich, auch jedes Jahr mit drin. Vinogold Intensive oder Intensive Food Cream. Ich kann nicht reden. Eine intensive Fußcreme, Leute. 50 Milliliter haben wir hier drin. Ich verwende jeden Abend eine Fußcreme, denn Leute, ich sag's euch immer wieder und das ist halt wirklich so, unsere Füße tragen uns durchs Leben und dann sollte man ihnen auch ein bisschen was zurückgeben und das ist halt die Liebe, die wir ihnen geben können, auf sehr simple Art und Weise, indem wir sie einfach eincremen. Ne? Es hilft, es ist toll. Vinogold habe ich, glaube ich, also ne, als Gesichtspflege auch öfter schon mal gesehen, aber nie verwendet. Ich glaube, ich ganz gut. Ne? Also das hat jetzt nicht irgendwie vom Geruch her was klassisch Fußcreme-mäßiges oder so. Ich bin so aufgeregt, Leute. Es ist wirklich, der Asam Beauty Adventskalender ist jedes Jahr für mich persönlich auch echt ein Highlight. Deswegen könnte es sein, dass ich auch ein bisschen himmelig rüberkomme. Ich habe jetzt hier die Halbzeit, die Nummer 12. Und es fühlt sich leichter an, als es, ne, als man denken würde. Ah, weil wir hier auch wieder so ein 15 Milliliter Typchen drin haben. Retinol Intense, wobei Typchen, normalerweise ist ein Serum 30 Milliliter, Claudi. Youth Concentrate. Sehr, sehr schön. Ich glaube, normalerweise kommt das ja auch in einer Pipettenflasche oder so. Also ganz interessant, das in dieser Darreichungsform zu sehen. Und auch hier wieder Retinol, finde ich, ist für den Winter einfach perfekt. Ich glaube auch, dass dieser Adventskalender eher so für die etwas reiferen Häutchen gedacht ist. Und dementsprechend ist hier Retinol einfach mega gut aufgehoben. Also die erste Halbzeit hat mir echt gut gefallen. Wir haben mit der Augenmaske ein Füllprodukt mit drin, was ich aber
Füllprodukt. Also ich finde es nicht schlimm. Ich finde es ein gutes Füllprodukt. Und ich sag mal, das Flop-Produkt, für manche das Highlight, für mich das Flop-Produkt ist hier der Summer Tint. Aber ansonsten haben wir wirklich tolle Produkte drin, die sich von Kopf bis Fuß um uns kümmern. Und hier habe ich jetzt den 13. Dezember. Ich glaube, darüber freuen sich viele. Die Aqua Intense Reihe ist, glaube ich, auch super krass beliebt. Supreme Hyaluron Cream 20 ml. Und ich glaube, dass sie deswegen so beliebt ist, weil einfach super viele sie verwenden können. Ne? Sei es trockene Häutchen morgens oder sei es einfach Mischhäutchen immer, ne? Weil das ist auch eher so eine Gel-Konsistenz. Und ja, spendet schön Feuchtigkeit und das können wir immer sehr gut gebrauchen. Schauen wir mal, was der 14. Dezember jetzt für uns hat. Ah, den haben wir auch öfters mal mit drin. Das ist der Perfect Instant Optimizer 8 ml. Viele feiern den ja total. Ich bin da nicht ganz so Fan von, weil der ist ja dafür da, dass man den dann quasi auf Mimikfältchen und so weiter drauf macht, ne? Und dann wirkt das quasi ein, sodass dann diese Fältchen auch so ein bisschen, ja, optisch verschwinden. Bei meiner trockenen Haut funktioniert das leider nicht so gut, weil dann wird halt alles, was ich da drüber gehe, super crusty. Das funktioniert leider, leider nicht. Für Fotos funktioniert das und wenn ich halt wirklich keine Gestik, Mimik oder sonst irgendwas verziehe. Ansonsten bröckelt doch einiges runter. Also mein Highlight ist es nicht unbedingt. Schauen wir mal, ob der 15. Dezember mich etwas mehr zum Strahlen bringen kann. Hier haben wir auf jeden Fall ein kleines Tübchen drin. Resveratrol, davon habe ich mal, ich glaube, eine 50 ml Geschichte leer gemacht. 10 ml ist von dem Essence, ist der von der Essence of Youth hier drin. Das ist einfach, ja, quasi dieses Serum. Ich persönlich würde es halt verwenden, also quasi erst Gesicht reinigen, dann würde ich einen Toner verwenden, dann halt so ein Serum und dann Augencreme, dann eine Gesichtscreme, dann Lichtschutzfaktor und halt immer wieder zwischendrin auch gut einwirken lassen, ne? Das freut mich. Weiter geht die wilde Reise am 16. Dezember und es fühlt sich etwas schwerer an. Auch hier Aqua Intense habe ich hier eine Hyaluron Körpercreme und da sind 50 ml drin. Genau, hatten wir ja eben bei der Retidol Intense auch und das finde ich schön. Also das ist halt auch so eine Körpercreme, die ich persönlich auch so ganzjährig verwenden würde, ne, zum Feuchtigkeitsspenden. Wahrscheinlich würde ich die sogar eher im Sommer verwenden, ne? Weil die wahrscheinlich nicht so intensiv reichhaltig sein wird und eher so auch wie die Gesichtscreme oder die Gesichtspflegereihe dazu eher sanfter unterwegs ist. Also von der Konsistenz her und von der Leichtigkeit her. Ne? Und ja, finde ich aber sehr, 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 sehr schön. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier jetzt den 17. Dezember for a golden glow in the winter snow. Das sind Reime, ne? Vitamin C Rich Intensivcreme haben wir hier 20 ml drin. Ja, genau, Vitamin C spendet auch Glow, bringt die Haut zum Strahlen. Ich persönlich vertrage leider, leider diese Vitamin C Creme nicht so gut. Habe ich schon mal verwendet, hat bei mir leider nicht so gut funktioniert. Ne, das passiert manchmal einfach, muss man einfach mal dann sich so ein bisschen rantesten, aber es ist eine sehr, sehr beliebte Creme, das weiß ich auch wohl dementsprechend. Es ist toll, dass sie hier mit drin ist, auch wenn wir hier eigentlich schon die dritte Gesichtscreme haben. Ne? Und zack, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember, da ist auch wieder was von Ahuhu drin. Ja, zum Verreisen kann man es gut mitnehmen. Argan Wonder Repair Mask, da haben wir zwei Sachets A 8 ml drin. Ja, ist halt die Frage, ne? Möchte man lieber halt so eine Haarmaske als Sachet-Produkt hier drin haben oder halt noch eine weitere Gesichtsmaske? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich persönlich finde es jetzt bislang echt cool gemacht, dass wir halt einmal eine Maske drin haben, dann haben wir das Peeling mit dabei und dann halt diese Haarmaske, sodass man das gegebenenfalls auch wirklich mitnehmen kann, wenn man dann ja verreist, ne? Über die Feiertage. Ich finde es okay. Sofern sich das jetzt nicht summiert noch zum Ende hin. Mal gucken. Ich bin jetzt in der Weihnachtswoche am 19. Dezember angekommen und hier ist wieder ein Tübchen von dem Retinol Intense drin. Eine Handcreme. Ja, wichtig, Leute. 25 ml. Es ist einfach so, dass wir die Alterung auch sehr, sehr viel an den Händen sehen, am Hals, am Dekolleté, weil das sind so die Stellen, die sehr gerne einfach vergessen werden. Vergesst sie nicht, denkt dran. Gesichtspflege grundsätzlich bis ungefähr hier so runterziehen, ne? Und auch die Ohren nicht vergessen, die sollten auch gepflegt werden. Die Hände nicht vergessen und da geht es halt jetzt nicht unbedingt um Falten oder so, sondern halt auch so um Pigmentflecken. Meine Hände sehen definitiv nicht so fresh aus, wie mein Gesicht manchmal aussieht. Das muss ich auch wirklich sagen, weil ich sie sehr häufig vergesse. Ich mache da halt manchmal schon Handcreme drauf und so, aber sowas würde denen, glaube ich, echt gut tun. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich habe hier eine sehr leichte Nummer 20, aber hier ist dann wahrscheinlich genau wieder ein Serum drin. Und zwar ein Mimic Booster. Der sagt mir auch nicht, 7 ml. Der wird dann wahrscheinlich auch so ähnlich funktionieren wie das, was wir eben hatten. Ne? Dieser Instant Effect Perfect Instant Optimizer. Ja, muss ich gucken. Den kenne ich noch nicht. Den muss ich mal ausprobieren. Vielleicht kriege ich damit dann ein Gesicht, als hätte ich 5 Liter Botox im Gesicht. Ich weiß es nicht.
Die 21 ist echt schwer. Hier haben wir vielleicht ein Duschgel drin oder halt auch wieder was für den Körper. Duschgel, sag ich doch. Oh Gott, auch. Riecht wirklich toll. Also die Vino Gold-Reihe, die muss man mögen. Die riecht schon sehr intensiv, ne? Riecht aber irgendwie wirklich noch Weißwein so ein bisschen. Ein belebendes Duschgel mit 50 Millilitern, auch hier, ne? Das wäre für mich, entweder wenn du ein Morgenduscher bist, so ein passendes Produkt. Oder wenn man halt einfach nach einem sehr heißen Tag mit Adventskalender, Unboxings, Mütze und so weiter, sich einfach abduschen möchte, da kommt das ganz gut. Der 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl enthält Magic Finish Make-up Fondant Classic 10 Milliliter. Ja, wir haben hier auch wieder ein Magic Finish drin. Okay, wir haben in diesem Adventskalender zwei Farben ja im Prinzip drin, aber immer noch nicht meine. Heißt im Umkehrschluss halt aber auch, dass diese zwei Kläppchen für mich einfach nicht geeignet sind. Das ist ein bisschen schade, ne? Also für mich persönlich ist es halt immer schwierig, in Adventskalender irgendwelche farbgebundenen Produkte oder so reinzumachen. Nee. Hier habe ich jetzt den 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. Hier haben wir noch eine Maske bestimmt drin. Ja. Das ist die Cool Cucumber Hydration Mask. Die kenne ich noch gar nicht, wie cool. Eine kühlende Geltextur, intensive Feuchtigkeit für erfrischte Haut. Auch hier so ein Zweier-Sachet mit jeweils 5 Millilitern, also insgesamt 10 Millilitern. Ja, theoretisch voll sinnvoll. Vor allem, wenn man dann ja auch bedenkt, dass man vielleicht so ein bisschen heiß gelaufen ist, weil man sau viel noch vorzubereiten hatte für Heiligabend. Aber für mich ist das definitiv eine Sommermaske und keine Wintermaske. Trommelwirbel. Der 24. Dezember, Heiligabend. Da hauen die eigentlich nochmal so richtig einen raus. Und da habe ich auch eine richtig geile Gesichtscreme drin. Ja, es ist die vierte Gesichtscreme, Leute. Resveratrol Restoring Night Cream mit 20 Millilitern. Ich habe geteilte Meinungen dazu. Einerseits finde ich das richtig, richtig geil. Andererseits ist es halt die vierte Gesichtscreme, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber Resveratrol, diese Reihe finde ich halt wirklich gut. Und als Nachtcreme können die, glaube ich, auch super viele verwenden. Und viele werden sich drüber freuen. Es wird super reichhaltig sein, super pflegend sein, super angenehm sein. Morgens wirst du aufwachen und hast ein Gesicht wie ein Babypopo vielleicht. Und das ist eigentlich cool, ne? Aber dann hätten sie vielleicht eine andere weglassen sollen. Ja, ihr wisst das bei mir. Auch wenn ich Adventskalender auspacke, die ich in PR zugeschickt bekomme oder eine bezahlte Kooperation oder sonst irgendwas habe, ich bin ehrlich und das ist auch wichtig so, denn meine Freundinnen und Familienmitglieder gucken diese Videos und wenn ich da Blödsinn erzähle, ist nicht gut. Genau, also, ja, ich lebe in ständiger Angst. Nein, es geht. Also, ich habe hier auf jeden Fall 24 wirklich coole Produkte vor mir liegen. Ich finde es wirklich schade, dass die hier das Magic Finish in zwei Farben reingepackt haben. Es hätte gereicht, wenn die halt nur das Normale reingemacht hätten, ne? Und dafür das Samatha weggelassen hätten. Dafür hätten sie zum Beispiel einen Blush zum Beispiel mit reingeben können oder so. Das gibt es ja auch in der Creamy-Variante bei denen. Oder ein Lippenprodukt oder so, wenn man halt wirklich auf die dekorative Kosmetiklinie anspielen möchte. Ansonsten sind die Produkte ein bisschen geschrumpft. Ja. Definitiv, alles wird teurer, da kommen wir alle nicht drum herum. Das merken wir halt bei den Adventskalendern jetzt gerade auch sehr. Aber trotzdem finde ich, dass Asam sich hier wirklich Mühe gegeben hat, dass die auch gute Produkte reingepackt haben. Und dass du hier auch nicht viele Füllprodukte hast. Also wirklich im Prinzip ein Füllprodukt haben wir hier mit dabei. Ansonsten sind es ja alles Pflegeprodukte bzw. auch Make-up-Produkte. Und ich finde es richtig nice und auch irgendwie smart, dass die eine Lichtschutzfaktor-Creme hier reingepackt haben, um halt darauf hinzuweisen, es ist wirklich ganzjährig darauf zu achten, sowas zu verwenden. Und du wirst hier von Kopf bis Fuß gepflegt. Das ist eigentlich cool. Ja, der Asam Adventskalender ist immer sehr heiß diskutiert und das auch vollkommen zu Recht. Trotzdem würde ich tatsächlich sagen, dass er sich lohnt. Also ich persönlich habe meine Freude damit. Ich finde auch, dass wir ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Du hast ja im Prinzip über 100 Euro mit dem Adventskalender gespart. Hast eine tolle Möglichkeit, auch mal durch das Sortiment zu stöbern, um dann halt im Laufe des Jahres zu entscheiden, ob man sich das ein oder andere Produkt vielleicht in der Originalgröße mal holen möchte, ne? Also für mich ist das nach wie vor einer der coolsten Adventskalender, die wir so kriegen können. Und ja, der Link ist in der Infobox, wenn ihr da Bock drauf haben solltet. Dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.